In diesem Video möchte ich einmal auf die unterschiedlichen Ergebnisse eingehen, die uns die Simulation in Multisim für unsere Schaltung liefert und dem, was uns eine ideale Berechnung auf dem Papier etwa über Excel an Ergebnissen liefert. Ich starte dafür mal in der Schaltung, die, glaube ich, in ähnlicher Art und Weise nun alle von euch vorliegen haben müssten. Das ist hier zum einen unsere Brückenschaltung, in der der NTC sitzt. Die Position des NTCs könnte bei einigen durchaus abweichen. Das ist nichts, was irgendwie richtig oder falsch wäre. Das ist tatsächlich frei wählbar. Also, ob der hier oben drin sitzt, da unten, ob der hier sitzt oder da. Das können wir uns wirklich aussuchen. Ansonsten dürfte das Ganze rein vom Aufbau her sehr ähnlich aussehen. Wir sehen hier in der Mitte den LM741, das ist unser Operationsverstärker. Wir sehen hier hinten den LM324, unseren vierfachen Komparator. Das Ganze ist verbunden hier mit der Betriebsspannung und wir haben hinten unsere LEDs. Die LEDs haben Vorwiderstände bekommen. Vor den Komparatoren haben wir einen Fünffach Spannungsteiler, den wir auch schon mal in einem anderen Video erwähnt hatten. Der LM bildet mit den vier Widerständen drumherum einen entsprechenden Differenzverstärker, der uns hier die Brückenspannung hochverstärkt. Zur Anzeige habe ich verschiedene Tastköpfe gesetzt. Und zwar habe ich an die jeweiligen Ausgänge der Anzeigekomparatoren Tastköpfe gesetzt. Den habe ich auch Namen gegeben. UBL soll sowas heißen wie Spannung für Blau, Spannung für Grün, Spannung für Gelb und Spannung für Rot. Also, wir gucken uns hinterher die Spannungen hier an. Und zwar immer, wenn ich ungefähr bei 8 oder 9 Volt liege, ist der Komparator eingeschaltet und die LED wird leuchten. Wenn ich bei 0 bis 1 Volt liege, das ist die untere Grenze, die der LM324 kann, dann ist die LED entsprechend abgeschaltet. Ein weiterer Tastkopf, den ich gesetzt habe, ist der für UA. Das heißt, das ist unsere Spannung am Ausgang des Differenzverstärkers. Hier können wir uns die Temperaturkennlinie angucken, die letztlich die Komparatoren ansteuert. Und ich gucke mir noch die Brückenspannung an. Und um die Brückenspannung mir zu besorgen, habe ich zwei Tastköpfe gesetzt. UBR, UBR1 und UBR2. Also quasi für den ersten Brückenzweig und den zweiten Brückenzweig. Und bilde gleich in der Anzeige dafür die entsprechende Differenz. Was ich hier dann simuliert habe, ist Folgendes. Ich mache eine Temperatursimulation. In der Temperatursimulation mache ich jetzt hier eine sehr feine Auflösung erstmal. Und als Ausgabe zeige ich mir neben UA und der Brückenspannung, die ich eben in einer Gleichung mir gebaut habe, wie gesagt, UBR1-UBR2 zeige ich mir noch die entsprechenden Spannungen der, an den Ausgängen der Komparatoren an. Also U-Blau, U-Grün, U-Rot und U-Gelb. Das Ganze simuliere ich und bekomme im Ergebnis folgende Kurve raus. Oder folgende Kurven, muss ich sagen. Dieses Ergebnis liefert mir Multisim. Was wir hier sehen, ist die Ausgangsspannung in diesem hellblau, die Brückenspannung in lila. Und die Ausgangsspannungen der Komparatoren entsprechend schon richtig eingefärbt. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier mal einen Marker setze und mir zum Beispiel mal angucken möchte, wo schaltet denn meine oder was heißt wo, bei welcher Temperatur schaltet denn meine blaue LED ein, dann nehme ich einen Marker, in meinem Fall mein Marker 1 und ziehe den hier auf diesen Punkt, wo Komparator blau seinen Zustand wechselt. Ich setze das jetzt mir hier so einigermaßen in die Mitte. Stelle fest, er schaltet ungefähr bei 10 Grad. Es sind 10,1 und die Abweichung ja, liegt halt in dem Unterschied zwischen idealer Berechnung und dem, was Multisim dann wirklich unter deutlich komplexeren Bedingungen, als wie sie auf dem Papier oder in Excel ausrechnen, dann simuliert. Wir sehen jetzt schon hier für die grüne LED liegen wir hier unten nicht ganz bei 20, sondern ein bisschen drüber. Wenn wir uns angucken, wie weit drüber, dann stellen wir fest, ja, wir sind hier ungefähr bei 20,5 Grad. Das heißt, liegen so ein halbes Grad daneben. Für die gelbe LED liegen wir ein knappes Grad daneben, also bei 31 statt bei 30. Und für die rote LED liegen wir ungefähr 1,5 Grad daneben. Also nochmal zusammenfassend, 0 Grad daneben, also wirklich verdammt nah dran für Blau, halbes Grad daneben für Grün, 1 Grad daneben für Gelb und 1,5 Grad daneben für Rot. Nun, warum passiert das? Dafür muss man sich jetzt erstmal überlegen, wo kommen eigentlich die Werte her. Die Werte, die ich eigentlich in der Schaltung brauche für meine Widerstände, die musste ich hier alle dimensionieren. Die habe ich tatsächlich erhalten, indem ich einfach nur unser damals angefangenes Excel-File genommen habe und mir hier alle einzelnen Werte, hier idealer Vorwiderstand, die Widerstände für den anderen Brückenzweig, die Widerstände für den Differenzverstärker und zu guter Letzt auch die Widerstände für meinen Fünffachspannungsteiler wirklich in Excel mit idealen Formeln ausgerechnet habe. Die habe ich wirklich einfach nur genommen und hier in die Schaltung eingetragen. Ich habe da ja überhaupt nichts nachjustiert, gar nichts. Ich habe einfach nur die Werte übernommen. Das heißt, würde ich jetzt mit einem anderen NTC rechnen wollen, würde ich einmal oben andere NTC-Parameter in das Excel-Sheet eingeben, hätte sofort alle Widerstandswerte geliefert und könnte die wieder übertragen. Ja, und dieses sehr einfache Vorgehen und ohne Nachjustieren und ohne Experimentieren liefert mir schon Ergebnisse, die sind im schlechtesten Falle immerhin auf 1,5 äh, Grad genau. Das empfinde ich persönlich schon als, ja, wirklich sehr ordentlich. Im nächsten Schritt würde ich jetzt aber trotzdem sehr gerne versuchen nachzuvollziehen, wo jetzt die größten Abweichungen entstehen. Und, äh, ja, vielleicht sogar, wenn es möglich ist, analysieren, woher diese Abweichungen denn nun kommen. Dazu ist es natürlich wichtig, sich erstmal die Ausgangskennlinie und die Brückenspannungskennlinie anzugucken, denn angenommen, ich habe einen Fehler in der Brücken Brückenspannungskennlinie, wird dieser Fehler natürlich hoch verstärkt und landet dann auch in der Ausgangsspannungskennlinie. Und wenn ich hier einen leichten Fehler oder eine leichte Abweichung drin habe, führt das natürlich auch sofort zu den Fehlern bei der Anzeigeschaltung. Also könnte man jetzt erstmal einen optischen Vergleich starten. Wenn ich mir angucke, was mir Excel liefert als Verlauf für die Ausgangsspannung und die Brückenspannung, sehen wir folgendes Diagramm. Das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle uns auch äh, erstellt. Dann sieht das eigentlich im Idealfall, wenn man so mal grob hinguckt, sehr ähnlich zu dem aus, was uns Multisim liefert. Nochmal hier im Vergleich. Hier sind ungefähr 5 Grad, hier geht es hoch, hier sind ungefähr 45 Grad, hier hört es auf, hoch zu gehen, hängt es sich quasi bei maximaler Spannung auf. Das gleiche finden wir auch in Halb bzw. Excel wieder, hier ungefähr 5, hier ungefähr 45. Also auf den ersten Blick sieht es doch verdammt ähnlich aus, Brückenspannung genauso. Wir starten hier ideal bei 0 und enden hier ungefähr bei, ja sagen wir mal 4,7 oder sowas in der Tabelle notfalls nachgucken. Und auch dieser Verlauf sieht eigentlich in der, äh, der Multisim-Kennlinie sehr ähnlich aus. Wir starten hier zugegebenermaßen nicht ganz bei 0, aber so fast. Und landen hier oben dann tatsächlich auch bei, ja was wird das hier sein? Ja, irgendwie mit 5, ne? Ja, grob. Das heißt, auf den ersten Blick sieht das zwar ähnlich aus, aber ich würde jetzt gerne, oder ich hätte jetzt gerne, dass man das besser vergleichen kann. Und dazu nutzen wir jetzt eine Funktion von Multisim, nämlich die Möglichkeit, Dateien, die wir, oder Daten, die wir simuliert haben, nach Excel zu exportieren. Und das kostet ein bisschen Vorbereitungszeit. Also mein Ziel ist jetzt folgendes. Ich möchte in einem Diagramm sowohl die Werte von Multisim als auch die Werte von äh, der idealen Rechnung in Excel darstellen. Dazu muss man jetzt ein bisschen was vorbereiten, nämlich wieder eine Wertetabelle erstellen. Diese Wertetabelle hier ist jetzt für die Betrachtung ein bisschen zu grob, weil wir hier mit 5-Grad-Schritten wirklich ein viel zu grobes Raster haben, um feine Abweichungen zu erkennen. Deswegen habe ich in dem ersten Schritt ähm, eine neue Tabelle erstellt. Diese Tabelle läuft jetzt hier in 2-Grad-Schritten hoch. Das Ganze kann man auch noch feiner machen, aber mit 2-Grad-Schritten kriege ich das einigermaßen lesbar noch auf einen Bildschirm. Deswegen habe ich mich jetzt gerade mal für 2 Grad Schritte entschieden. Wenn ich da wirklich jetzt ins Detail gehen wollte, würde ich vielleicht auch irgendwie Halbgrad Schritte nehmen oder sowas. Das hier ist die gleiche Tabelle von oben. Die ist auch komplett mit Formeln gefüllt, wie man hier sehen kann. Das ist alles Formel. Relevant für uns werden eigentlich nur diese Spalte und diese Spalte sein. Das sind Brückenspannung und Ausgangsspannung. Und zusätzlich hier schon mit Ergebnissen, die kann ich aber gerne auch erstmal wieder löschen habe ich Spalten eingefügt, die mir die simulierte Brückenspannung zeigen, BRSim habe ich das mal genannt und die simulierte Ausgangsspannung zeigen, das ist jetzt hier UAsim. Nun, wie kriege ich jetzt die Werte aus Multisim in diese Tabelle? Das geht relativ einfach. Und zwar müssen wir uns jetzt nur merken, wie haben wir diese Tabelle strukturiert. Wir haben von 0 bis 50 Grad Einträge generiert und die mit einer Inkrementierung von 2 Grad versehen. Das heißt, wir machen immer 2 Grad Schritte. Und um jetzt Multisim die entsprechenden ja, Daten zu entlocken, sage ich mal, müssen wir eine neue Simulation machen. Und zwar gehen wir hin und simulieren mit den gleichen Parametern wie unsere Excel-Tabelle. Das heißt, wir gehen hin und machen eine Temperatursimulation. Laufen auch von 0 bis 50 Grad wie die Excel-Tabelle und machen die gleichen Schritte. Wir haben in der Excel-Tabelle zwei Grad-Schritte, also machen wir das auch hier, eben zwei, wir Kriegen 26 Einträge und machen jetzt unsere Simulation. Ferner nehme ich jetzt mal hier nur das mit, was wir auch wirklich uns angucken wollen, nämlich die Ausgangsspannung und die Brückenspannung und klicken auf Simulieren. Und er baut mir die Simulation. Das sind wieder die beiden gleichen Kennlinien wie eben auf einem etwas groben Raster. Und das Einzige, was man jetzt tun muss, ist eigentlich, ihm hier oben zu sagen, exportiere mir das Ganze doch bitte mal nach Excel. Wenn ich das jetzt mal mache, dann fragt er mich noch, welche Kurven ich denn exportieren möchte. Ich möchte jetzt beide exportieren, sowohl UA als auch Brückenspannung. Wenn ich jetzt auf OK klicke, teilt er mir noch mit, dass er jetzt ein neues Excel-File erstellen wird. Und in diesem neuen Excel-File werden sowohl die X-Koordinaten, das sind unsere Temperaturen, als auch die Y-Koordinaten liegen, das sind unsere Spannungen. Die werden sich in benachbarten Spalten im Arbeitsblatt hinterher wiederfinden. Ich klicke auf OK, er erstellt mir ein neues Excel-File und was ich hier sehe, ist das. Ich habe die X-Koordinaten, das sind die Temperaturen, also 0 Grad, 2 Grad, 4 Grad und so weiter. Ich habe die entsprechenden y-Koordinaten, das ist in diesem Fall hier die Ausgangsspannung. Hier habe ich wieder die x-Koordinaten, das sind die Temperaturen und die entsprechenden Ausgangsspannungen hier für die Brückenspannung. Und jetzt kann ich diese Werte einfach nehmen, hier jetzt mal für die Ausgangsspannung und kann diese einfach kopieren und in meine eigentliche Tabelle einkopieren. Das ist die, was habe ich jetzt genommen? Ich habe jetzt, glaube ich, ja, die Ausgangsspannung genommen. Ich muss also in die Ausgangsspannungsspalte. Und jetzt hole ich mir noch die Brückenspannungen und kopiere mir die in die Brückenspannungsspalte. Kann man wieder hier so ein bisschen mit Ästhetik rangehen, kann sagen, okay, das sind jetzt aber doch verdammt viele äh, Nachkommastellen. Das sieht nicht gut aus, also reduziere ich mal die Anzahl der Nachkommastellen. Haben wir geklickt. Dann haben wir sowas. Sieht vielleicht ganz nett aus. Des Weiteren möchte ich wieder einen Rahmen drum haben. Also sage ich bitte Rahmen. Und ich möchte das Ganze mittig setzen, damit es ein bisschen besser zu lesen ist. Und wenn ich jetzt mal hier auf den ersten Blick hingucke, dann habe ich hier 0,000 Volt und hier habe ich 0,01 Volt. Ich habe eine leichte Abweichung, 0,189, 0,176, auch eine leichte Abweichung. Und ich stelle so fest, Zeile für Zeile, es sind leichte Abweichungen da, aber grundsätzlich sehen die Werte sehr ähnlich aus. Um das Ganze jetzt grafisch darzustellen, was meistens deutlich intuitiver im Zugang ist und man sieht halt einfach deutlich besser, wie groß die Abweichungen jetzt sind, markiere ich mir wieder meine Spalten, die ich mir anzeigen möchte. Ich möchte jetzt mal ein Diagramm für die Brückenspannung machen. Dafür muss ich die drei Spalten markieren, nämlich die beiden Spannungen, die ich anzeigen möchte, und die x-Koordinaten, also unsere Temperatur. Markiere ich und füge ein entsprechendes Diagramm ein. In unserem Falle ist das wie immer ein xy-Diagramm. Jetzt können wir hier wieder das Design auswählen. An der Stelle, anders als ich sonst mache, nehme ich jetzt nicht äh, diese Version mit den Punkten und den äh, entsprechenden Linien, sondern nehme nur Linien, weil das Ganze sonst re relativ schlecht sichtbar wird. Und kann mich hier durchklicken und kriege entsprechend mein Diagramm hinterher. Da ich das schon gemacht habe, drücke ich mal auf Abbrechen, denn das entsprechende Diagramm habe ich hier. Und was man hier jetzt sieht, ist das tatsächlich für tiefe Temperaturen. Wir erinnern uns, die blaue LED hat wirklich ziemlich genau bei 10 Grad geschaltet und für tiefe Temperaturen sehen wir eigentlich kaum einen Unterschied zwischen der komplexen Simulation in Multisim und dem, was wir ideal ausgerechnet haben. Blau ist das, was wir ideal gerechnet haben, rot ist das, was Multisim liefert und die Unterschiede sind hier bis zum Bereich von ich sag mal 15 Grad eigentlich kaum zu erkennen. Mit zunehmender Temperatur wird die Abweichung jetzt immer größer, immer größer und wir sehen, dass die simulierte Brückenspannung etwas kleiner ist als die, die wir ideal gerechnet haben. Und das ist auch letztlich der Grund dafür, dass eben die äh, LEDs etwas später schalten, weil nämlich die Brückenspannung real etwas kleiner ist. Das gleiche machen wir jetzt für die Ausgangsspannung, denn wenn jetzt die Brückenspannung abweicht und wir verstärken die hoch, wird wahrscheinlich dann auch die Ausgangsspannung etwas abweichen. Und wir sehen hier im Prinzip das gleiche Bild. Wir sehen, für tiefe Temperaturen ist das Ganze einigermaßen deckungsgleich und für höhere Temperaturen fliegt das jetzt hier so ein ganz kleines bisschen auseinander. Die simulierte in Multisim ist ein bisschen kleiner als die berechnete Ausgangsspannung und auch das führt dazu, dass die LEDs wieder ein bisschen später schalten. Und das sind genau diese 1,5 Grad hier bei 40, die letztlich entstehen.